Montag, der 22.03.2021. Herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute ein kurzer Blick auf die rechtlichen Hinweise und dann wollen wir uns mit der ersten Trading-Chance der Woche befassen. Und zwar geht es abermals in den Aktienbereich, diesmal eher die zweite Reihe. Und zwar schauen wir uns hier den Kursverlauf der letzten 12 Monate für die Warta-Aktie an. Warta ja grundsätzlich gerade auch im Zusammenhang mit ja, Elektrofahrzeugen natürlich sehr, sehr interessant, weil Warta ein Batteriehersteller ist und da natürlich auch ja, heftige Preisbewegungen auch immer wieder hinlegt, hat sich auch zwischenzeitlich richtig toll entwickelt, die Aktie, oder über einen langen Zeitraum auch sehr, sehr stark entwickelt. Hat dann im letzten Jahr so ab Herbst eine Konsolidierung hingelegt. Jetzt zum Jahresauftakt gab es eine scharfe Rallye in dieser Aktie. Die wurde dann im Februar auf März zurückverkauft und jetzt zieht der Kurs in den letzten Tagen wieder deutlich an. Die Aktie ist ja eine Trendaktie langfristig betrachtet, ist aber auch im Moment im Trend, was das Thema angeht. Insofern natürlich ein spekulatives Papier, gerade auch weil es aus dem MDAX ist, zweite Reihe, bringen natürlich immer etwas mehr Volatilität mit sich, diese Aktien. Aber Volatilität ist nicht nur schlecht, sondern kann natürlich auch sehr von Vorteil sein, wie man alleine daran sieht, dass der Kurs im Januar schon nur von 120 auf 180 raufgeschossen ist. Das ist natürlich eine beeindruckende Entwicklung. Und jetzt gehe ich davon aus, dass wir in diesen Korridor 160 bis 170 wieder reinlaufen werden und das möglicherweise auch gar nicht allzu lange brauchen wird. Die Aktie ist von der Bewertung her ja absolut attraktiv. Die Story dahinter stimmt. Natürlich, wie gesagt, in diesem Bereich tut sich ständig was. Wir haben es an Tesla auch gesehen. Tesla natürlich die Aktie, die sich am extremsten entwickelt hat, wenn es darum geht, ja, Elektrofahrzeuge oder das Thema Elektrofahrzeuge zu betrachten an der Börse. Dann ist Tesla natürlich da mit der extremsten Entwicklung gesegnet gewesen. Aber dieses ganze Thema wird uns noch ein ganzes Weilchen erhalten bleiben, weil das ist einfach der ja, oder einer der Trends der Zukunft und Warta spielt da eben eine Rolle. Deshalb ist diese Aktie, wenn sie Momentum hat, wenn sie ein positives Momentum hat, was jetzt in den letzten Tagen wieder der Fall war, interessant. Ich handle hier ein Produkt mit einem Hebel von 4,8, also von knapp 5. Hab ein Ziel so in Richtung 160 bis 170. Das bringt mit sich eine 90% Chance auf den Einsatz. Es ist natürlich hier angebracht, eine angemessene Positionsgröße zu handeln, also nicht übertrieben viel, sondern seine Risiken natürlich da klar zu managen. Aber die Aktie ist gut unterstützt bei 100, 105, 110. Da haben wir einen guten Supportbereich, der hier auch in den letzten Monaten ordentlich verteidigt wurde. Da kann man also seine Absicherungen fahren und gehandelt wird das Ganze mit folgendem Produkt. Ich habe einen Warta Long, einen Unlimited Turbo Call Optionsschein mit einem Hebel von 4,8 und zwar von der BNP. Die WKN lautet PF 4L. W1, ich steige Market um 8 Uhr ein, Stop-Loss liegt bei 1,30 und Ziel bei 5 Euro. Das ist der Trade für den heutigen Wochenauftakt. Und wenn du über diese Technical Tradings hinaus Videos zu Märkten, zu Strategien, den Gold Forecast, Interviews mit Tradern, alles rund ums Trading, hinaus auch regelmäßig sehen möchtest, dann abonniere einfach den Real Money Trader Kanal. Wir wachsen stetig und haben noch vieles vor, auch in diesem Jahr, was für Trader unterstützend ist. Von daher
Abonniere gerne unseren Kanal und dann verpasst du kein Video mehr. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche und insgesamt eine gute, erfolgreiche Trading-Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.